Hallo Leute, ich möchte euch auch die Tipps weitergeben. Manchmal bin ich selber verzweifelt, ein paar Fragen, dann frage ich die Frage zum Beispiel bei Facebook nach und die Leute von der BMW Community helfen mir weiter und dann möchte ich gerne Tipps weitergeben, was die mir auch heute mitgegeben haben, möchte ich es euch natürlich auch weitergeben. Und zwar geht es um die Zündspule. Falls euer Motor unruhig läuft und die Motorkontrollleuchte leuchtet auf, zeige ich es jetzt einen Moment. Und zwar, wenn ihr beispielsweise den Motor startet, bei mir war das zum Beispiel heute früh morgen, sobald ich den Motor gestartet habe und die Zündung, also den Motor gestartet habe, so wie ihr es hören habt, habe ich das Fahrzeug gestartet, dann kam die Motorkontrollleuchte und zwar hier könnt ihr sehen und mein Fahrzeug läuft sehr unruhig. Also ich weiß nicht, ob das man jetzt so sieht, vielleicht im Video, guckt euch das an. Das liegt an einer defekten Zündspule. Muss nicht immer in der Regel so sein, aber bei mir war das in dem Fall. Und was kann ich euch hier mit auf den Weg geben? Leute, im Vorab, ich übernehme keine Haftung. Ich persönlich habe das so gemacht. Ich habe ein paar Tipps von der BMW Community entnommen und habe diese Tipps umgesetzt. Und wie habe ich das festgestellt? Ob die Zündspule defekt ist oder ob die Zündkerze defekt ist, das zeige ich euch. Aber als erstes möchte ich euch erstmal zeigen, falls einer nicht weiß, was Zündspule ist. Das ist die Zündspule. Bei mir war das die Nummer 5. Zündspule Nummer 5 defekt. So, wie habe ich das getestet? Das zeige ich euch einen Moment. Als erstes müsst ihr natürlich erstmal hier die zwei Schrauben abschrauben. Hier befinden sich zwei Clipser. Habe ich mit Minusschraubenzieher rausbekommen. Aber Achtung Leute, einer ist mir hier runtergefallen. Also seid vorsichtig. Und wenn ihr die Clips abgemacht habt, dann hier ist einer, ich glaube, 8er oder 10er Schlüssel. Und das Ding habe ich schon rausgeschraubt. Und dann müsst ihr das hier natürlich aufdrehen, sonst kriegt ihr das Plastikteil nicht angehoben. Sobald ihr das getan habt, zack, kann man die Kappe schon nach oben heben, dass ihr das auch zu sehen bekommt, schön. So sieht es aus. Und hier sind schon bereits 6 Zündspulen zu sehen. So, bei mir war das in dem Fall die Nummer 5 defekt, und zwar die hier. Ich habe das mit einem Auslesegerät ausgelesen, da stand Zündzylinder 5, irgendwie funktioniert nicht. Habe ich erstmal gedacht, okay, teste ich mal aus. Hier, wie ihr sehen könnt, ist es bei mir undicht. Ich werde auf jeden Fall die Ölwarndichtung noch ändern, also wechseln. Deswegen meckert bitte nicht in den Kommentaren, ich weiß, hier ist undicht, irgendwas läuft hier aus. Das ist auf jeden Fall Öl, habe ich schon nachgetestet. Und das werde ich jetzt alles schön trocken machen und morgen werde ich das Ding auch alles wechseln lassen. Und ja, wie ihr sehen könnt, jemand hat schon hier, glaube ich, ne, wurden noch keine Zündspulen gewechselt. Ich dachte, da wäre schon eine andere. Auf jeden Fall war das hier defekt. Wie habe ich das festgestellt? Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt habe ich den Motor gestartet. Und Leute, seid sehr vorsichtig, nicht, dass ihr eine gewischt bekommt. Ich mache das persönlich so, wie ich das jetzt zeige. Jeder, der das nachmacht, muss selber für sich selbst verantworten. Und ich übernehme keine Gewährleistung, keine Haftung. Wie ihr das jetzt mitbekommt, der Motor läuft sehr unruhig und das merkt man besonders, wenn man fährt. Also man denkt, man wäre auf einem Traktor unterwegs. Und ja, erstens, die Motorkontrollleuchte ist bei mir angegangen und zweitens habe ich mit einem Auslesegerät, ich habe das für 40, 50 Euro mal vor 2 Jahren gekauft, kann ich euch auch gerne mal verlinken, wenn ihr Bock habt. Und das werde ich auch in diesem Video einblenden, was bei mir für eine Meldung kam bei dem Auslesegerät. Und ja, dann habe ich so gemacht. Ich habe schon bereits auf meinem YouTube-Kanal gezeigt, wie man Zündspulen prüfen kann, ob die defekt sind oder nicht. Bei mir in dem Fall zeige ich das noch einmal für dieses Video. Und zwar habe ich hier zum Beispiel Zündspule 1, sage ich jetzt. Mache ich ab. So, hört ihr? Der Motor läuft ganz anders. Sobald man das abmacht, du, so. Hier auch das Gleiche. Mache ich ab. Du. Also, das heißt, die funktionieren schon mal. Ich will jetzt nicht alle Zündspulen machen, ich zeige jetzt die defekte Zündspule. Und zwar die Zündspule 5. Sobald ich den Kontakt hier entferne, ändert sich nichts. Das heißt, die Zündspule ist defekt. Oder die Zündkerze, Leute, und das ist sehr wichtig. Was habe ich in dem Fall gemacht? Ich habe die Zündspule abgemacht, indem man hier so hochhebt, den Stecker raussteckt und dann vorsichtig hochzieht, dann kriegt man das Teil raus. Dann habe ich die Zündspule bei Zündspule 1 reingetan, die Zündspule 1 zu 5 und getestet. Da kam es raus, dass die Zündspule 5, die ich hier bei 1 reingetan habe, defekt war. Auch ebenfalls, wo ich hochgehoben habe, kein Kontakt. Das heißt, die Zündkerze ist schon mal heile. So, wie ihr das wechselt, zeige ich euch jetzt auch. Aber als erstes möchte ich nochmal so ungefähr zeigen, wie der Motorgeräusch sich bei mir anhört, wo die Zündspule defekt ist.
Also, das lässt sich sehr, sehr bemerkbar machen, wenn man fährt. Also, dann hat man das Gefühl, als wenn man auf einem Traktor unterwegs. Jetzt schalten wir erstmal den Motor aus, natürlich. Ne? Sehr wichtig, bevor wir dann Zündspule rumbasteln oder abmontieren und neu. Also, erstmal den Motor ausschalten. Boah, guckt euch das mal an. Richtig am Wackeln, das Fahrzeug. Und das wegen einer defekten Zündspule. So, das schalten wir aus. Komplett ausschalten, bitte. Komplett Zündung ausschalten. Nochmal ganz kurz. Erstmal natürlich die Kappe entfernen, indem erstmal man diesen Deckel hier, Öldeckel abmacht. Dann zwei Schrauben entfernt. Die hier. Ich glaube, das sind 8er oder 10er. Und dann kriegt ihr das Ding auch schon hochgehoben. Wirklich, das Ding müsst ihr natürlich erstmal abschrauben, sonst kriegt ihr die Decke dann, den Deckel natürlich nicht hoch. So, jetzt wechseln wir das. Wie mache ich das? Ich persönlich mache das so. Nummer 5. Also wie gesagt, jeder übernimmt... Ich übernehme keine Gewährleistung, keine Haftung. Ich hebel das Ding hier hoch, drück ein bisschen, dann kommt es schon automatisch raus. Zack. Dann hole ich das raus. So sieht das aus. Das Ding ist defekt. Das ist bei mir die Nummer 5. Das ist hier die neue. Ich habe wirklich mich informiert. Laut dem Hersteller, laut dem Händler, hundertprozentig passt es und ersetzt das auch gegen meine Zündspule. Ich habe das auch mit der Nummer verglichen, die meint, das ist alles im grünen Bereich, haben mir das auch in deren System gezeigt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, das wird auch alles reibungslos ablaufen. Ich werde euch auf jeden Fall das auch verlinken. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr über meinen Partnerlink kaufen, dann kriege ich eine kleine Provision ausgeschüttelt. Aber Leute, das müsst ihr nicht machen, das müsst ihr selbst entscheiden, wo ihr das kauft. Aber wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich sehr freuen. Aber ist euch überlassen, ich zwinge keinen dazu. Und jetzt bauen wir das Ding rein. Ganz einfach, wir stecken das vorsichtig wieder rein und schließen das an. Ich habe auch am Anfang gedacht, das würde vielleicht die Zündkerze wäre defekt. Aber wie gesagt, ich habe die Zündspule 5 auf 1 gemacht, 1 auf 5 und am Ende lag wirklich, dass es die Zündspule defekt war. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt haben wir das reingetan, Leute. Seid immer ein bisschen vorsichtig. Also bloß nicht mit viel Gewalt. Dann tun wir den Stecker hier rein. Ganz vorsichtig, Leute. Ganz vorsichtig. Mit Gefühl. Das ist immer ein bisschen schwieriger mit einer Hand, wenn man hier mit der Kamera noch aufzeichnet. So, einen Moment. So, zack, haben wir reingetan. Hier ganz, ganz vorsichtig reinschieben. Und dann, wenn es so weit ist, dass er sich hier durch diesen Druck hier reinschieben lässt, dann habt ihr eigentlich alles richtig gemacht. Zack, eingerastet. Jetzt schauen wir uns das mal an, ob der Motor reibungslos laufen wird. Jetzt starten wir den Motor. So, die Motorkontrollleuchte wird nicht sofort ausgehen. Meistens geht die so nach 10, 20 Kilometer aus. Man kann sie auch löschen, das zeige ich euch auch dann vielleicht im nächsten Video, wie man Fehler löscht. Obwohl, brauche ich ja gar nicht. Ich glaube, ihr wisst schon Bescheid, wie das eigentlich funktioniert, oder? Ansonsten, wie gesagt, ich kann euch ein Produkt verlinken, was ich selber nutze. Und wo ich den Fehler auch ausgelesen habe und dann auch wenigstens den Verdacht hatte, dass es wahrscheinlich an dir lag. Also, jetzt auf jeden Fall läuft es hier. Mein Lenkrad wackelt nicht, der Motor läuft vernünftig. Also man selber spürt das ja auch extrem. Wir können aber jetzt noch einen Test machen, damit wir uns einfach sicher gehen, ob das wirklich an der Zündspule lag. Ich hole jetzt mal den Auslesegerät, beziehungsweise den billigen Gerät, wo die Community manchmal darüber lacht. Aber manchmal hat man schon den Vorteil, wenn man das Gerät hat, man kann wenigstens Fehler löschen, teilweise auch gut auslesen, dass man wenigstens weiß, in welche Richtung es geht. Und ich hole mir das Gerät jetzt mal und dann schließen wir das an und da löschen wir das Ding hier, Motorkontrollleuchte. Und falls sie danach sofort wieder anspringt, dann ist der Fehler nicht behoben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Motor läuft jetzt viel, viel ruhiger und angenehmer. Also man merkt das extrem. Richtig nice auf jeden Fall. Und wir können das auch mal schauen, ob das jetzt auch an der Zündspule liegt, die wir getauscht haben. Kommt mir gerade auf die Idee. Indem wir jetzt zum Beispiel, also ich muss aber erstmal vorsichtig hier dran gehen, indem wir die neue Zündspule, die wir ja gewechselt haben, einfach mal auch hier mal langsam so vorsichtig abmachen. Und yes, der Motor läuft unruhig. Das heißt, hier, guckt euch das mal an. Die neue Zündspule Nummer 5 hier, damit ihr das auch wirklich mitbekommt, die Nummer 5, die wir getauscht haben. Wenn ich die jetzt den Kontakt abbreche, zack, und es läuft alles reibungslos. Also hundertprozentig war meine Zündspule Nummer 5 defekt. Die Ölventildichtung werde ich auch wechseln lassen, diesmal von jemand anderem. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie ich den Fehler löschen lasse. So, das ist mein billig Auslesegerät.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal hilft es trotzdem. Denn, wie gesagt, ich habe heute eine Meldung auf dem System bekommen, weil der Motor heute Morgen so unruhig lief, habe ich das Fahrzeug nicht mehr bewegt. Und den schließen wir hier unten an jetzt. Das ist beim BMW 46320i. Hier unten so eine Klappe. Macht mal auf, hier der Anschluss, zack. Und dann vorsichtig rein machen sie, zack. Und ist drinnen. Dann geht das Ding schon an. Und mit dem Ding lässt sich auch das Fehler oder die Meldung löschen. Aber beim Motorkontrollleuchte, wie gesagt, normalerweise sollte die bei so, keine Ahnung, 30, 40 Kilometer ausgehen, wenn ihr den Fehler behoben habt. Aber in dem Fall zeige ich euch einfach, wie ich es jetzt erstmal mache. So, wir zeigen erstmal, starten Motor. Motorkontrollleuchte leuchtet. Also wenn ihr wollt, verlinke ich das auch ebenfalls. Jetzt machen wir hier mal erstmal auf OK. Jetzt berechnet er hier bla bla bla. Ja. Yeah. Kommt jetzt oder kommt nichts? So, okay, Fehlercode 2 im Steuergerät. Okay, kurz lesen. Aktuelle Plug und jetzt kommt's. Wir durchführen bla, bla bla. Wählen Sie den Hersteller BMW. Fehlzündung Zylinder 1 mit Kraftstoffabschaltung. Warum? Sage ich ganz einfach, weil ich habe ja bereits im Video erwähnt, ich habe das ja zwischendurch von 5 auf 1 gesetzt, von 1 auf 5, um zu gucken, ob wirklich an der Zündspule liegt oder ob das an der Zündkerze liegt. Somit zeigt er mir natürlich jetzt Nummer 1, aber die ist ja heil, habt ihr ja gerade gesehen, ich habe das ja euch gezeigt. Jetzt machen wir den nächsten, da ist ja zweite Meldung. Hier, genau das hat er mir heute gezeigt. Fehlzündung Zylinder 5 mit Kraftstoffabschaltung. So, okay, schön. Enter. So, Enter. Oder Exit. So, Fehler kurz löschen. Zündung mit Motor aus, einschalten, Enter-Taste drücken, bla bla bla. Machen wir. Bitte warten. Zack, Leute. Meldung weg. Sollte der Fehler nicht behoben sein, sage ich jetzt auch im Vorab, dann bringt natürlich das Löschen auch nichts. Weil wenn der Fehler immer noch existiert, wird die Meldung nach kurzem Zeitraum wieder kommen. Aber in dem Fall bin ich mir sicher, das lag an der Zündspule 5. Weil ich merke, jetzt ist es viel, viel angenehmer im Auto zu sitzen. Vorher hat es sich so angefühlt, als wäre ich im Traktor drin. Und ja, ich empfehle natürlich meistens, ja, würde ich sagen, muss man alle Zündspulen wechseln. Aber in dem Fall, Leute, habe ich das provisorisch erstmal gemacht. Ich werde das aber auch in Zukunft alle austauschen und dann gegebenenfalls auch Zündkerze zur Sicherheit. Er soll jetzt nur zeigen, falls ihr mit dem Fahrzeug noch fahren müsst und ihr braucht unbedingt das Auto, könnt ihr erstmal die defekte Zündspule austauschen. Und ja, wir sehen, es leuchtet nichts mehr. Und wenn man über sich überlegt, ich weiß nicht, ich habe dafür, glaube ich, 40 oder 50 Euro ausgegeben, aber das hat sich schon längst bei mir ausgezahlt. Ich werde das euch in die Videobeschreibung verlinken, weil beim Freundlichen gibt man auch ca. 10, 20 Euro aus, um den Fehler löschen zu lassen. Und bei RTU, glaube ich, kostet das 25 oder 30 Euro. Und wenn man sich überlegt, zwei, dreimal, da zahlt man schon ein paar Scheinchen, ne? Und dann hat man so sozusagen selber ein eigenes Gerät. Man kann immer noch Beispiel was auslesen und dann den Fehler beheben. Und den Fehler löschen. Und dann kann man sehen, war das, lag das an dem Problem oder lag es nicht? Also ich persönlich bin ein Fan davon. Ich bin glücklich, dass ich das auch habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich wurde nicht gesponsert, Leute. Ich habe mir das selbst gekauft. Und ja, hier, der hat keine Risse. Das ist nur eine Folie. Ja, Leute, hat euch das Video gefallen? Ich wollte eigentlich das Video nur 2-3 Minuten lang machen. Sorry, Leute, falls es zu lange gedauert hat. Ich wollte euch nur so schon ein bisschen mehr zeigen hier, dass ihr auch zu sehen bekommt, wie ich das mache. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen Tag und das Ding ist ausgegangen, Leute. Und ihr müsst nicht unbedingt die Motorkontrollleuchte löschen. Normalerweise sollte die nach 20 bis 50 Kilometer ausgehen. Und ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao.